Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Formel 1 2016. Wir machen noch ganz schnell das dritte Training heute zu Ende, bevor wir dann morgen zum Qualifying uns bereit machen werden. Ich habe ein anderes Setup noch, das ist jetzt das Schöne da dran. Das werde ich auch mal gleich nehmen. Und da bin ich mal gespannt, wie wir mit dem fahren werden. Ich werde die Medium-Reifen drauf behalten und ich werde ganz normal ausfahren. Und dann werden wir zum Schluss doch mal den sogenannten Qualifying-Test machen. Oder hier, wie das so heißt, das Qualifying-Tempo-Trainingsprogramm. Schweres Wort, ey, Codemasters. Das werden wir dann auch nochmal zum Schluss durchziehen. Mal schauen, wie das dann am Ende so sein wird. Und dann werden wir dann, schnell es geht, ins Qualifying gehen. Das wird dann auch schon fast die nächsten Tage kommen. Genauso wie das erste 100% Rennen. Das dauert einfach nicht mehr lange. Und mir fehlt keine Zeit, aber ich habe Urlaub. Und auch in den Urlaub möchte man natürlich immer weiterhin noch so ein bisschen genießen, weswegen ich mir hiermit einfach auch keinen Stress mache. Denn eine Frage kam auch schon, wann können wir mit dem ersten Rennen rechnen? Mit dem ersten Rennen könnt ihr so, wie gesagt, Dienstag oder Mittwoch rechnen. Je nachdem, ob das alles funktioniert. Wie lange auch wieder YouTube für eine Verarbeitung braucht. Das hängt da natürlich auch wieder mit ein paar Parametern zusammen. So, auf jeden Fall. Das Auto untersteuert nicht mehr so extrem, aber das Auto untersteuert immer noch ein bisschen. So, die Reifen sind schon ein bisschen abgenutzt, sehe ich gerade. Okay. Das heißt, wir haben jetzt hier einen Reifensatz, den wir schon angefahren haben. Ich tippe mal, den haben wir schon in Training 2 angefahren. Obwohl er eigentlich fürs Training 3 vorbehalten war. Naja, egal. Ich will mich hier eh nur ein paar Runden mit euch einschießen. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr so denkt, was sich im Qualifying erreichen kann. Ja, also Qualifying, da bin ich aber gespannt. Da werden wahrscheinlich wieder ein paar mehr einschalten. Und fürs Rennen, da werden auch wieder ein paar mehr einschalten. Trotzdem vielen Dank schon mal für den ersten Part. Für die vielen Aufrufe, für das viele Feedback. Auch der liebe Carbonfighter sagt, tut sich da wahnsinnig schwer mit der Steuerung. Ich glaube, mit der Steuerung tut sich hier allgemein extrem viele noch schwer. Weswegen ich auch mit der Traktionskontrolle jetzt erstmal fahre. Ich muss mich dann heute Abend, oder wenn ich das Qualifying aufgenommen habe, mich mal wieder hinsetzen und mal ohne Traktionskontrolle fahren. Weil ich habe immer noch so einen Fuß, als wenn ich ohne Traktionskontrolle fahren würde. Ja, hier zum Beispiel, da lupfe ich mal ganz kurz, weil sonst komme ich nicht um die Kurve. Ist nur noch der Medium-Reifen. Der härteste Reifen, mit dem wir hier eigentlich jetzt danach im weiteren Rennverlauf, nehme ich mal an, nichts mehr zu tun haben werden. Also ich denke, mit dem werden wir nicht im Rennen einsetzen. Da werden wir am meisten natürlich die Supersoft-Reifen nehmen. Dann müssen wir uns dann auch nachher uns mal anschauen, wie viel wir verschwenden, quasi auf gut Deutsch, für das Qualifying. Und wie viel wir uns dann noch übrig lassen für das Rennen. Denn normalerweise war das ja bei mir immer so, dass ich mir frische Reifensätze aufgespart habe für das Rennen. Das wird hier wahrscheinlich nicht so wirklich so einfach sein, dass das so einfach möglich ist. Dass ich mir hier irgendwelche Reifensätze sparen kann. Ich habe ein hohes Ziel mir gesetzt für das Spiel, klar. Irgendwann möchte man halt einfach auf ohne Traktionskontrolle fahren, auf Ultimate fahren, weil Legende war zu schwach für mich im Vorgänger. Und ich verbessere mich auch nicht so wirklich, 1.30.7. Werde ich den Ansprüchen gerecht oder nicht? Das werden wir dann im Verlauf dieses Let's Plays eigentlich erst sehen. Weil die Ultimate KI, die ist schon kein schwaches Brett. Wenn ich mir dazu viel vorgenommen habe, dann ist das ganz einfach so. Dann hat aber Coastmasters auch ihre Arbeit richtig, richtig gut umgesetzt. Der Körper ist selbst bei der Traktionskontrolle aktiv. Wir haben nämlich noch den einen Supersoft. Jetzt können mit dem Funk könnten wir auch noch mal ein bisschen mehr arbeiten dann im Qualifying. Das finde ich relativ gut. Mal schauen, was Romain Grosjean uns reißen kann. Spätestens wenn man hier gefeuert werden kann, dann muss man eh überlegen, wie man das jetzt bei weiter angeht. Weil ich möchte eigentlich keine abgebrochene Karriere euch präsentieren. Wenn dann schon alles in einem Rutsch. Aber die Reifen haben hier einen hohen Reifenverschleiß, 17%.
Davor waren es, glaube ich, noch 13-14%. Der vordere linke. Der vordere linke wird unsere Strategie bestimmen. Das ist eindeutig. Also ich schaffe keine 29 mit dem Reifen. Das ist mit Traktionskontrolle. Der Schein ist auch so ein Thema. Bei knappen 12.000 Umdrehungen finde ich, glaube ich, ist am besten zu schalten. Masse 1,28,5. Auf. Weiß ich nicht. NASA jetzt vor uns, Fahrer vor mir. NASA vor dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 28,5. 2 Sekunden. Ein NASA ist 2 Sekunden schneller als ich. Bin auch gespannt, wie das mit dem Updates alles funktioniert später mit dem Wagen. Ob man dann wirklich am Ende der Saison wirklich weit vorne mitfährt oder immer noch weiter hinten rumgurkt. Alles so wichtige Fragen, die mich jetzt noch im Laufe dieses Trainings beschäftigen. Das war gar nichts. Da blieben meine Vorderräder sogar noch stehen. Aber ich werde die Runde noch beenden und dann werde ich reinfahren, wenn wir schnell den Qualifying-Test machen. Also das Training 3 wird das kürzeste von allen. Session-Update, gibt's sowas? Mehr gibt's nicht. So, der NASA, der ist auf 1, weil er ganz einfach, der fährt hier mit den Super Soft. Und da merkt man dann schon einen Unterschied. Verstappen auf dem Medium eine 27,9, das sind auch fast 3 Sekunden. Es geht sogar noch später. Da könnten wir auch viel Zeit verlieren. Dann gab es noch eine Frage, warum ich mich gegen den Karriereboost entschieden habe. Das ist aufgrund der Schwierigkeit ganz einfach so. Weil nicht jeder kriegt den Karriereboost. Und warum soll ich ihn dann nehmen, wenn ich den auch nicht möchte? Ganz, ganz einfach. So, das war jetzt zum Einfahren für die Strecke. Ich weiß wieder einen Tag später, wo ich das wieder aufnehme. Nach dem Stream. Also einen Tag nach dem Stream. Und der ist schon fast 24 Stunden her. Hey, das ist. Also die Zeit, die rennt im Kopf jedes Mal. Das ist Wahnsinn. So, dann gib mir mal bitte die Session-Info und dann machen wir jetzt das Qualifying-Tempo. Meine beste Zeit war da eine 1,28,9. Okay. Jo, und da haben wir auch die Supersoft. Also das macht man dann, glaube ich, mit dem Reifen. Das macht man, glaube ich, immer mit dem schnellsten Reifensatz. Und das ist jetzt hier natürlich der Supersoft. Wir werden natürlich auch auf Fett fahren, keine Frage. Qualifying-Tempo ist gerade zu Beginn der nächsten Runde. Ja, logisch, ne? Das ist doch vollkommen logisch. Mal schauen, was die angepeilte Rundenzeit ist. 13. ist bei denen das angepeilte Ziel. Die werden ja ungefähr auch wissen, was man ja dafür fahren muss. Ich bin ja schon gespannt auf das erste Rennen. Erste Kurve ist heikel. Heikel in Bezug auf, ja, da kann was passieren. Mal schauen, ob wir auch das virtuelle Safety Car hier erleben werden im Rennen oder das normale Safety Car. Das würden wir vor allen Dingen hier in die Karten spielen. Aber ich hoffe auf ein paar Duelle gegen die Ultimate KI. Sei es dann auch gegen Pascal Wehrlein oder Philippe Nase oder gegen einen der Renault, dann ist es halt so. Ja. Nur der Reifensatz, der fühlt sich schon mal besser. Auf was fahren wir denn schon? Auf Fett. Okay. Okay, die Reifen sind gar nicht abgenutzt. Wir schauen, behalten wir mal den Reifen ab. Die Reifenabnutzung trotzdem mal im Auge. Weil die meisten fahren jetzt auf den Supersoft. Wegen der Simulation. Vom Qualifying. Also es ist kein Vergleich. Ja, vorne links, der kriegt 3%. 4 sogar. 4. Und wenn wir bei 60% einbrechen, dann können wir uns ungefähr ausrechnen, wie viele Runden die halten. Ah,
Eine 1,27,5 ist angepeilt. Hier verliere ich Zeit, okay? Also jetzt wird knapp mit der Zielzeit, was sie da anpeilen. Boah, da verliere ich ordentlich Zeit, aber im Ausgang. Und hier auch. Und zwar deutlich. Deutlich, da geht die Zeit ja nur noch nach oben. Das war ja auch wieder nichts. Ich verliere die Zeit im Schlusssektor. Und zwar deutlich. Da verliere ich mal eben so 8 Zehntel. Wenn wir diese Zeit nicht verbessern können, sollten wir das Programm wiederholen. Ja, das war schon so. Da haben wir jetzt zum Beispiel gesehen bei der angepeilten Zeit da oben rechts, dass das dann zu früh gebremst war. Während das schon fast zu spät war. Aber die 27,5, oder die Waldfee. Momentan wäre ich 21er mit der Zeit. Also ab dem zweiten Sektor verliere ich die ganze Zeit. Hoppala. Und dann im Schlusssektor. Hat die KI hier einen geilen Schlusssektor? Ich weiß nicht, wo ich da die Zeit liegen lasse. Da habe ich nur wahnsinniges Untersteuern. Wir kommen nicht an unsere Zielzeiten heran. Lass uns nachsehen, wo wir noch etwas Zeit rausholen. Ja, dann gib mal die Telemetriedaten her. Ja. Erster Sektor bin ich eine 10. Das schaffe ich hier. Die ersten Kurven sind kein Problem. Ja, das war jetzt gar nichts. Jetzt gehe ich den Palmen mit Windschatten. Vielleicht bringt mir das ja was. Warum geht in der Kurve die Delta-Zeit hoch? Warum? Ja, Junge. Okay, vor den rechts, der Frontflügel ist jetzt beschädigt. Der fällt noch mit Medium. Holla die Waldfee. Kein Wunder, warum ich so aufhole. Da muss ich mich echt nicht wundern, warum ich da aufhole. Fahrer vor mir. Also 1,27 schaffe ich nicht. Versuch nicht wirklich die Daten bekommen, die wir wollten. Versuch es besser noch einmal. Ergebnis 21. Okay. Ja, jetzt merke ich den Frontflügel. Weil ich da Palmer berührt habe. Vorne rechts ist der kaputt. Reifenverschleiß, wie sieht der aus? 18%, 20% bei. Es waren jetzt 3, 4 gefahrenen Runden. Ja, also mit 5% muss man schon rechnen. 60 durch 5 sind 12 Runden. Könnte auf eine 3-Schrift-Strategie hinauslaufen.
Also Fahrer hinter mir. NASA hinter dir, ihre beste Rundenzeit. Das schaffe ich. 1,28,5. Was ist Grosjean? Was gucken, was Grosjean fährt? An dem kann ich mich auch ein bisschen orientieren. Der fährt hier wirklich langsam durch die Kurve. Okay, aber so langsam durch die Kurven zu fahren, das scheint durchaus schneller zu sein. Okay. Laut Delta-Zeit da oben. Man muss wirklich langsam in die Kurven reinfahren hier und dann versuchen, früher ins Gas zu gehen. Das bringt die Zeit. Bremst mal nachher bei 60 Metern oder so. 60 zu 50 Meter, ey, wenn das geht. Also 1,28,2, ich bin damit schon zufrieden mit dem Haas. Ja, also man versucht immer da noch ein paar Zehnte zu finden, aber wirklich dieses Abkürzen, was es noch in der Fall 2015 gab, das kannst du ja knicken. Also hier musst du versuchen, langsam in die Kurven reinzufahren und versuchen, früher ans Gas zu kommen. Also es ist schon ein bisschen mehr, noch mehr Simulation als F1 2015. Aber es ist immer noch was Arcade-lastiges natürlich drin. Aber ohne Traktionskontrolle war ich jetzt auch nicht... Geil, oder? Haben die Mechaniker sich im Hintergrund bewegen? Hat etwas Zeit gekostet, die Schäden am Wagen zu reparieren. Oh, macht ja nichts. 28,3, 28,2 und im letzten bin ich ja ganz klar weg. Die geschätzte Pulse der Schätzen ist eine 1,28,1 und die geschätzte beste Rundzeit 1,27,1. Okay. Wo ist denn Grosjean? Doch ohne Zeit. Warum? Ja gut, ich bin ja hier schneller als ein Button, der fährt auf Soft, okay. Und natürlich auch schneller als Science auf Medium. Trotzdem, das ist nicht zufriedenstellend. Noch nicht zufriedenstellend. Super Soft, wen haben wir denn vor uns? Ericsson ist auch noch 14. vor uns. Hülkenberg nur eine halbe Sekunde, okay. Roman Grosjean auf Medium. 4 Zehntel langsamer nur. 3. Und der holt deutlich mehr aus dem Wagen raus. Als ich. Ich kann auch mal 30% noch überspringen. So, ich würde mal ganz kurz nochmal die Reifen mehr anschauen. Und dann war es das mit dem ganzen Training hier. Jo. Wie lange halten die denn? 22 Runden, 20 Runden habe ich gesagt, ja. Kommt ungefähr hin. 29 und 40, ja. Wird nicht so ganz einfach werden fürs Qualifying. Trocken bleiben. Wenn sich die Vorhersage ändert, sagen wir dir Bescheid. Jo, Chef, passt. Damit war das hier Training Nummer 3. Ein interessantes Training. Schauen wir uns noch einmal die Top 3 an. Rosberg, Hamilton und Kimi Räikkönen. Die Trainingsbestzeiten stehen fest, aber die Punkte werden natürlich erst beim Rennen vergeben. Wir sind bald wieder mit noch mehr Formel 1 zurück. Magnussen auch auf Super Soft. 3,6. Grosjean blieb auf Medium. Deswegen, das ist so richtig verzerrt, das erste Bild. Das erste Training. Beziehungsweise das dritte Training. Also richtig verzerrtes Bild. Da müssen wir mal schauen, wie sich das im Qualifying sich zeigt. So, aber Ressourcenpunkte kriegen wir natürlich auch. 0. Straffrei und kriegen wir nochmal 27. Rat mal, wer heute in den Klatschblättern steht. Jeder scheint über deinen neuen Rivalen zu sprechen. Sieh dir seine Statistik an. Einführung zur Fahrerrivalität. Die Rivalität ist ein Kopf-an-Kopf-Duell über mehrere Rennwochenenden zwischen dir und einem anderen Fahrer. Vergleichsdaten werden aufgezeichnet und nach jeder Qualifying- und Rennsession verglichen. Eine erfolgreiche Rivalität bringt dir den Respekt des Teams ein, okay? Hahaha, natürlich Grosjean.
War klar, der eigene Teamkollege. Eine Voicemail? Hallo, Emma hier. Deine Ziele fürs Qualifying wurden heute in der Sitzung besprochen. Folgendes. Qualifiziere dich 15. oder besser. Besiegen Roman Grosjean. Okay, das können wir schon mal vergessen, glaube ich. Für das Qualifying. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, gebt der Folge einen Daumen nach oben, schreibt einen Kommentar. Und wir sehen uns wieder, wenn es wieder ist. Let's Play Formel 1 2009. 16.